Das wird die erste Weihnachtsfolge. Das ist Gewürzspekulatius, das ist Chilisauce und was das zusammen ergibt, das seht ihr jetzt. Hallo und herzlich willkommen bei Major Dom's Barbecue. Und da sind wir auch schon. Was wir heute zaubern: weihnachtsgetreu Chicken Filet Bites paniert in Gewürzspekulatius. Das ist unsere Bewaffnung. Ein ganz normaler Gewürzspekulatius. Der wurde zerbröselt im Mixer. Den Lärm habe ich euch jetzt hier erspart. Also wirklich einfach nur reiner Gewürzspekulatius. Natürlich Hähnchenbrüste, Buttermilch, Salz, Pfeffer. Pfeffer benutze ich immer neuen Pfeffersinfonie von Ankerkraut. Meine Lieblings-Chili-Soße mit Koriander-Flavor. Natürlich, was man zu panieren noch braucht: Mehl, Ei, unser Messer. Und zum Würzen nehme ich heute von Ankerkraut das Ahrtal Dust. Das ist von der Ahrtal Barbecue Crew. Als erstes wollen wir jetzt natürlich das Fleisch schneiden. Wir schneiden die Hähnchenbrüste jetzt in kleine Würfel. Versuchen, möglichst gleich große Stücke zu kreieren, das gleichmäßig gleich auch durchgart. Wir werden diese Filet-Bites nicht frittieren, sondern bei 180 Grad Umluft im Backofen zubereiten, damit diese empfindliche Panade uns nicht einfach kaputt geht. Und gesünder ist es auch. Wie ich auf diese Idee gekommen bin? Tja, ich habe mir gedacht, ich muss irgendwas Weihnachtliches machen. Dann bin ich einfach sämtliche Highlight-Artikel typisch weihnachtlich durchgegangen. Sowas wie Lebkuchen, Butterspekulatius, was auch immer. Und habe dann halt überlegt, was am besten, wie in dem Beispiel mit Fleisch, kombinierbar ist. Und bin dann bei Gewürzspekulatius, ja, ein bisschen selbstredend hängen geblieben. Ja, und dann kam mir die Idee, das als Panade zu verwenden. Ich muss jetzt auch zugeben, ich habe das natürlich schon vorher ausprobiert, weil das ist so ein typisches, ja, sag mal, Experiment, Top oder Flop. Und dann habe ich das letzte Woche schon einmal im inneren Kreis der Family erstmal ausprobiert. Und wir waren schon auch darauf vorbereitet, dass man es überhaupt nicht genießen kann. Aber ganz und gar nicht. Es ist halt eine sehr positive Überraschung. Passt absolut zur Saison. Ja, und jetzt will ich euch das nicht vorenthalten. So, jetzt werden wir das Fleisch einmal eben gut würzen. Entscheidet euch am besten für eine Gewürzmischung, jetzt nicht 100.000 Sachen. Weil das soll auch schon nachher noch mit dem Gewürzspekulatius irgendwie harmonieren. Es ist ganz klar so, das Fleisch an sich wird am Ende einen süßlichen Touch haben. Und deshalb empfehle ich euch, das dann halt mit einer Chilisauce zu kombinieren. Denn das ist im Endeffekt das, was im Mund natürlich dann am Ende Spaß machen wird, diese Kombination, die dann entsteht. Freunde von mir haben das auch mit so einer Asia Sweet Sour Sauce probiert. Soll auch gut sein, aber wo ich dieses Rezept entworfen habe in meinen Gedankengängen, hat von Anfang an Chili die Hauptrolle gespielt und ich finde auch nach wie vor, das ist die beste Kombination. Wie immer, viel hilft viel. Wir löschen das jetzt gleich noch mit reiner Buttermilch ab. Lassen das nochmal so ein halbes Stündchen ziehen. Es gibt immer ein gutes Ergebnis mit dem Fleisch.
guten Schuss Salz, Pfeffer. Und das, wie gesagt, lassen wir jetzt eine halbe Stunde ruhen. So, Freunde, halbe Stunde rum, machen wir uns ans Marinieren. Ich habe jetzt wohl noch das Mehl mit ein bisschen Salz und ordentlich Pfeffer quasi mitgewürzt. Ansonsten, wie gehabt, ganz normal Ei und unsere Gewürzspekulatius-Panade. So, los geht's. Wie ihr vielleicht sehen könnt, das ist kein normales Backblech. Das ist, ja, fragt mich jetzt mal nach der Bezeichnung. Auf jeden Fall ist das von Pampered Chef. Das ist so eine Art Ton oder es ist Ton. Ist von meiner Frau, keine Ahnung. Funktioniert nur auf jeden Fall ziemlich gut. Deshalb, da muss nichts anderes mit drauf oder drunter. Kann man so einfach drauflegen. Und dann funktioniert das. Ich verspreche euch, das schmeckt wirklich. Das ist ja auch kein, wir haben ja keinen April, also ist kein April-Scherz. Ich meine das völlig ernst. Wir panieren hier mit Gewürzspekulatius. Das kommt gleich alles schön indirekt auf den Grill. Der Grill ist eingestellt bei 180 Grad. Achtet drauf, bei einem Gasgrill, dass ihr etwas mehr als 180 Grad natürlich vorheizt, weil das Thermostat ist ja meistens oben im Deckel, macht Sinn. Wenn da 180 Grad sind, ist natürlich unten in der Mitte die Umluft nicht so stark. Also ich habe ihn jetzt zum Beispiel auf 220 Grillthermostat. Könnt natürlich auf Nummer sicher gehen noch und mit einem zusätzlichen Thermostat nachmessen, welche Garraumtemperatur ihr habt, da wo ihr es auch hinstellt. So, also das wird jetzt quasi ausgebacken, nicht frittiert. Bei meinem ersten Testversuch letzte Woche war ich bei 180 Grad, ziemlich genau eine halbe Stunde. Ich werde heute 180 Grad, nach 20 Minuten werde ich mal probieren. Wahrscheinlich wird es ungefähr 25 Minuten. Und die waren ein bisschen trocken bei meinem ersten Versuch. Da hatte ich sie aber auch weder noch vorher in Buttermilch eingelegt, noch dann, wie gesagt, dann waren sie gute 10 Minuten länger drin. Also heute 180 Grad. Nach 20 Minuten mal probieren, eventuell 25 Minuten. Kommt auch immer ein bisschen drauf an, was für Stücke ihr schneidet. Ich habe heute sehr kleine gemacht, deshalb werden das wohl 20 Minuten. So. So sehen unsere guten Filet-Bites jetzt aus. Sieht schon erstmal nach ganz normalen schicken Filet-Bites aus, wie ich finde. Und jetzt geht's ab in den Ofen, beziehungsweise indirekt Gasgrill, 180 Grad, 20 Minuten und dann probieren wir mal. So, Freunde, 25 Minuten sind rum. Befreien wir unsere Filet-Bites mal. Hier sind die, ich nenne sie mal X-Mess Filet Bites. Das ist das Stück, was ich jetzt eben auf dem Grill schon mal aufgemacht habe, zum Gucken. Perfekter Gargrad, finde ich. Man sieht, es ist noch leicht saftig, aber definitiv durch. Panade, ich weiß nicht, ob ihr es hört. Ist dafür, dass es nicht frittiert ist, knusprig. Und es riecht tatsächlich ein bisschen nach Weihnachtsbäckerei.
Aber wie ich euch schon vorhin erklärt habe, mir geht es darum, um das Zusammenspiel. Wir haben hier knusprig gebackene Philly Bites mit in dem Fall Ahrteil Barbecue Rub mariniert und Hauptbestandteil natürlich unsere Gewürzspekulatius Panade. Und in Kombination mit dieser Chili-Soße ungefähr dieses Mischungsverhältnis. So macht das absolut Sinn. Oh, ich freue mich. Ich kann es euch nur anbieten, unbedingt nachmachen. Lasst euch nicht von der Konstellation abschrecken. Es ist ein super Geschmackserlebnis im Mund. Wie immer an dieser Stelle, hat mir wieder mega viel Spaß gemacht. Ich muss einfach noch einen probieren. Hier der Serviervorschlag. Man nehme ungefähr diese Größe Filetbite, ergänzt dies mit dieser Menge Chilisauce. Auf geht's. Schmeckt fantastisch. Was außerdem sehr gut schmecken würde, wenn ihr ein Abo da lasst. Ich habe mittlerweile recht gute Zuschauerzahlen, spiegelt sich aber leider noch nicht ganz in der Abonnentenzahl wieder. Es ist kostenlos, es ist nicht viel Arbeit, ihr müsst nur bei YouTube angemeldet sein. Dann lasst doch bitte ein Abo da, aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Und lasst auch einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Mir Feedback, wenn ihr was ausprobiert habt. Folgt mir auf Instagram unter Major Doms. Und in diesem Sinne, bis demnächst. Euer Major. Riecht. Und schmeckt. Fast so gut wie euer Abo.